Hallo Leute und willkommen wieder zurück zu Pokémon X und bitte nicht erschrecken, dass mein Held hier ein bisschen anders aussieht. Ich habe nämlich ein kleines Umstyling vorgenommen. Ihr wisst ja, dass es hier in Illumina City einen Styling-Salon gibt und da habe ich mir mal die Haare schneiden und auch färben lassen und deswegen sieht mein Trainer hier jetzt ein bisschen anders aus. Ich habe mir übrigens jetzt auch noch eine neue Mütze gekauft und statt Stiefel endlich mal Schuhe. Ich habe mir gedacht, ein bisschen anders will ich jetzt endlich mal aussehen. Und ich habe auch eine blaue Tasche jetzt und keine orangefarbene mehr, sodass das einfach mal alles schön zusammenpasst. Alles in blau. Und ja, ansonsten habe ich offscreen auch noch eine Menge erledigt, wovon ihr nichts mitbekommen habt. Aber jetzt zeige ich euch erstmal auf den Trainer passt, wie mein Trainer jetzt aussieht. Und zwar so. Ist doch auch ganz schick, ne? So, wie gesagt, in diesem Style-Salon kann man sich eben aussuchen, wie kurz die Haare geschnitten werden sollen. Ich habe jetzt normal kurz gesagt, es gibt, glaube ich, auch noch sehr kurz. Und von der Farbe her habe ich nicht blond gesagt, das wäre nämlich noch etwas heller. Das hier ist honigfarben, zumindest ist das da so genannt worden, ne? Honigfarben. Und ich finde, das sieht auch ganz cool aus. Ich wollte eigentlich eh immer lieber blond sein, aber ja, wie gesagt, jetzt sieht mein Trainerheld halt so aus. Und ich glaube, so wird er auch für den Rest dieses Let's Plays aussehen. Das werde ich jetzt sicher nicht noch einmal ändern. Und ihr seht auch, dass ich gar nicht mal mehr so viel Geld habe. Weil ich war nämlich großzügig einkaufen. Ich habe mir jetzt nämlich offscreen noch sehr, sehr viele TMs besorgt, die ich noch gar nicht hatte. Dazu zählen jetzt welche, die man sich in Pokémon Centern kaufen kann. Und natürlich auch die, die man irgendwo noch irgendwo findet. Da habe ich zwar jetzt insgesamt natürlich immer noch nicht alle, weil es gibt relativ viele TMs, die man nur in dem Kampfhaus als Preis bekommt. Ihr wisst ja, da bin ich einmal gewesen in Batika City und da braucht man Gewinnpunkte, die man gegen diese TMs eintauschen kann. Das habe ich natürlich noch nicht. Aber ansonsten habe ich so ziemlich jede TM fast schon, die man kaufen kann und auch die man finden kann. Also mir fehlen jetzt wirklich nur noch mehr DTMs, die man im Kampfhaus als Preis bekommt. Und was ich auch gemacht habe, ich habe mir offscreen einfach mal die ganzen Megasteine geholt, die man nachts nur zwischen 20 und 21 Uhr finden kann. Weil ich habe mir gedacht, wenn ich das alles jetzt im Let's Play noch zeige, das würde einfach den Rahmen sprengen, dann würde das Let's Play noch, was weiß ich, wie lange dauern. Da habe ich dann ehrlich gesagt keine Lust mehr drauf und deswegen ja, zeige ich euch das jetzt einfach mal so. So, Moment mal, wo fangen die jetzt gerade an, hier die? Ja genau, dann habe ich hier zum Beispiel auch eine Abyssplatte gefunden. Ein Item, das von Perlo getragen werden kann. Es schimmert pink und hebt die Spezialverteidigung. Das ist ja dazu da, dass wenn man ein Perlo tauscht, während es die Abyssplatte trägt, dann wird es ja zu einem Saganabyss. Und mit dem Abysszahn wird es zu Alabyss. Ne? Ein Item, das von Perlo getragen werden kann, es schimmert silbern und hebt den Spezialangriff. Habe ich in der Azurbucht gefunden. Da bin ich eigentlich auch noch nicht so richtig gewesen, aber da kann man ziemlich weit noch nach hinten surfen. So, was ich auch noch gefunden habe, ein paar andere Tafeln. Hier die Furchttafel zum Beispiel war in dieser Kammer der Leere drin. Und so, wo fangen jetzt die Megasteine an? Also Absolut, wisst ihr eh, das habt ihr eh gesehen, den bekommt man ja, wenn man nochmal gegen Serena kämpft. In Batika City eben. Beziehungsweise glaube ich ja, wenn ihr Mädchen spielt, dann kommt ja der Junge als Rival, also von eurem Rivalen halt. Dann habe ich hier neu den Pinsenid, also auch Pinsen kann eine Mega-Entwicklung machen. Pinsenid ist übrigens nur in X erhältlich, also nur in Pokémon X. In Y gibt es dafür den Scarabornid, findet man aber beide jeweils an derselben Stelle und zwar im Nuvaria-Wald, relativ in der Nähe des Eingangs. Da einfach nach oben gehen und dann findet ihr da den Pinsenid. Es gibt sowieso Internetlisten, wo man auch sehen kann, welche Megasteine es wo gibt. Also da könnt ihr ja selber mal nachgucken. Knackraknid habe ich auch gefunden. Der war auch ein bisschen fies versteckt und zwar bei der Siegesstraße. Kann man auch erst nach den Top 4 finden, wieder zwischen 20 und 21 Uhr. Den Knackraknid gibt es eben bei der Siegesstraße in der Nähe von dem Treffpunkt, wo ich eben auch wieder gegen meine Rivalen gekämpft habe. Und da ein Stück nach links gehen, dann muss man eine Wand mit Zertrümmerer zertrümmern. Und da hinten findet man den dann, die leuchten ja alle so.
Kangamanit habe ich noch gefunden, Garados-Nit, Flunkiefer-Nit. Gut, Gengar-Nit hat mir mal irgendeine Hexe in Romancia City gegeben, einfach so. Dann noch Banettio-Nit. Ich glaube, der Banettio-Nit war doch der, den man... Ja, den kriegt man in der Kammer der Lehre. Es ist wirklich nichts anderes in der Kammer der Lehre, außer der Banettio-Nit und die Spuktafel, sonst ist da echt nichts drin. Dann gibt es noch den Meditalis-Nit, den Xerox-Nit und den Ampharos-Nit, den Despotanit, ja, der ist ein Mega-Despotan, ist immer richtig krass. Wobei Despotanit gibt es auch wieder nur in X. Und zwar in der Arena von Reliviera City, voll verrückt irgendwie, aber wie gesagt auch wieder nur tageszeitabhängig. Da muss man, glaube ich, ein bisschen rumklettern, bis man den dann mal findet. Also Despotanit gibt es nur in Pokémon X, in Pokémon Y würde man den Stolos-Nit finden. Richtig, richtig fies versteckt, muss ich sagen, war der Simsalanit, weil den gibt es in einem geheimen Raum in der Spiegelhöhle. Und ebenfalls nur erst nach den Top 4 zu bekommen. Das Fiese ist nämlich, das ist erstens in der tiefsten Ebene der Spiegelhöhle und dann kann man den Eingang in diesen Raum nur in dieser Spiegelwand sehen. Also der spiegelt sich da drin und nur dann sieht man, aha, da kann man ja eigentlich nach unten reingehen. Und wenn man da dann drin ist, geht man noch ein Stück nach, ich glaube so nach links oder so, und dann schimmert da ziemlich viel Licht von der Decke so in den Raum rein, und genau da in dem Licht liegt dann der Simsalanit, wenn die Tageszeit halt stimmt. Gut, Rexblizzanit war ja sowieso storyabhängig, wenn man das Rexblizzer in der Frosthöhle nochmal angesprochen hat. Dann gibt es noch den Voltensonit, und was ich auch noch habe, den habe ich jetzt aber nicht hier in meinem Beutel drin, das ist der Gardevoir-Nit. Den bekommt man nämlich automatisch mit einem Trasler, dass man sich mit Dianza tauschen kann. Die ist nämlich auch hier in Illumina City in einem Café am Südring. Und da muss man sie einfach nur ansprechen und sie sagt so, ja, hey, schön dich zu sehen. Willst du nicht irgendwie ein Pokémon gegen meinen Trasler tauschen? Da ist auch wieder jedes x-beliebige Pokémon möglich. Also kann man sich selber aussuchen. Das ist genauso wie bei dem kleinen Mädchen, da, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Ah ja, Sana Banana. Also die gibt euch einen Trasler und das trägt den Gardevoir-Nit. Und so nur so bekommt man diesen Megastein. Und wie gesagt, TM-mäßig habe ich jetzt hier zum Beispiel Klauenwetzer und Drachenklaue, Psychoschock, was komischerweise Kaiutsu nicht lernen kann, von fies irgendwie. Psychokinese kann es übrigens auch nicht lernen. Ich finde es ein bisschen eng alles. Warum kann Kaiutsu weder Psycho-Schock noch Psychokinese lernen, aber den Sondersensor, der auch eine Psychoattacke ist, schon? Und das ist doch Labeler. Finde ich irgendwie eigenartig. Finde ich irgendwie eigenartig, aber ist eben so. Ich meine, gut, der Sondersensor ist auch relativ stark, hat auch eine Stärke von 80. Gedankengut, Toxin, Hagelsturm, Protzer, Giftschock, blablabla, was hier, blätter ich jetzt einfach mal durch, sie so. Wie gesagt, es fehlen noch einige. Aber im Prinzip habe ich schon relativ viele gefunden. Einige bekommt man ja echt noch irgendwie auch tageszeitabhängig, wenn man bestimmte Personen einfach mal anspricht. Manche haben nämlich mehrere TMs für euch, also das ist ja auch ein bisschen tricky. Wie gesagt, insgesamt gibt es 100 TMs, nur die 100. die habe ich jetzt gerade nicht. Die 99 ist der Zauberschein, aber die TM Nummer 100 ist, glaube ich, Vertrauenssache. Und die bekommt man aber nur in Tempera City bei so einem TM-Quiz. Aber es ist auch egal, ich wollte euch das jetzt einfach nur mal alles so gesagt haben. Und, ach ja, eine einzige Sache muss ich jetzt auch noch loswerden. Ich bin nämlich tatsächlich rein zufällig einem legendären Pokémon begegnet. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich meine, ich wusste zwar, dass das irgendwann mal passieren wird, aber dass das ausgerechnet offscreen passiert, ist natürlich blöd, dass ihr da nicht dabei gewesen seid. Aber ich zeige es euch einfach mal im Pokédex, weil es ist nämlich alles gesehen hier oben drin. Ihr seht es ist das legendäre Pokémon Lavados. Ganz genau. Ich weiß jetzt nicht mehr, auf welcher Route ich dem das erste Mal begegnet bin. Ich glaube, das war Route 5 oder so. Also ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Das ist eh immer zufallsbedingt. Aber wisst ihr, was das Fiese ist? Man kann es unmöglich
möglich fangen, weil es sofort abhaut. Ja? Also man kommt weder dazu, irgendwie sein Pokémon angreifen zu lassen, noch dass man einen Ball irgendwie nach ihm wirft. Nein, es taucht einfach auf und haut dann sofort wieder ab. Also ihr könnt nichts dagegen machen, ganz egal. Selbst, glaube ich, wenn euer Pokémon jetzt irgendwie Wegsperre oder was weiß ich, irgendwie so eine Fähigkeit hat, die das verhindern sollte, ich glaube, das würde hier gar nicht mal funktionieren. Es haut definitiv ab. Und was ich überhaupt nicht verstehe, und da finde ich, da zieht Nintendo das Spiel wieder mal derbst in die Länge. Ich habe mir jetzt sagen lassen, insgesamt haut dieses Pokémon 10-mal ab. Ja, also man muss es 10-mal finden und 10-mal haut es vor euch ab. Und beim allerletzten Mal, da hält es sich dann fix in dieser Meerestitanenhöhle auf, die da nördlich der Azurbucht gelegen ist. Da kann man es dann richtig fangen, da haut es dann auch nicht mehr ab, da flüchtet es nicht mehr. Aber vorher, ich meine, was zur Hölle, warum flüchtet es 10-mal aus einem Kampf? Warum muss ich dieses Vieh 10-mal suchen? Also das fliegt dann überall herum. Ich meine, wir können es uns ja mal ganz kurz angucken, wo es jetzt zu finden wäre. Aha, da drüben. Ihr seht schon da, wo die eine Route rot leuchtet, da wäre es gerade aktuell. Das ist die Route. Achso, keine Ahnung welche. Oh doch, da oben sieht man es eh wieder. Das ist die Route 10. Auf der Route 10 wäre es gerade. Aber ich glaube, sobald ich da hinfliegen würde, das kennt er ja noch von früher, Gold, Silber und so, dann haut er es ja wieder ab und ist auf einer anderen Route und hin und her. So, das wird extrem kacke, das zu finden. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das in der Let's Play überhaupt noch hinkriegen werde. Wenn, dann müsste ich auch offscreen danach suchen. Also, wie gesagt, Lavados ist es in meinem Fall deswegen, weil ich mich für Froxy als Starter-Pokémon entschieden habe. Das ist nämlich wieder abhängig vom gewählten Starter-Pokémon. Wenn ich mich jetzt für Finks entschieden hätte, dann würde nicht Lavados auftauchen, sondern Zapdos. Und bei Igamaru wäre es dann Arctos. Ich hätte eigentlich viel, viel lieber Arctos gehabt, weil Arctos ist ja mein absolutes Lieblings-Pokémon. Das ist schon wieder ein Feuer-Pokémon. Ich glaube, es sind so viele Feuer-Pokémon, Lavados auch, Feuerflug und so, aber naja, kann man nichts machen. Auf jeden Fall ist es mir mal begegnet und jetzt habe ich eh schon, jetzt habe ich ganz schön viel gelabert, aber das musste einfach mal sein, damit ihr wieder auf dem Laufenden seid, damit der Stand der Dinge wieder mal klar ist. Und ansonsten habe ich mir jetzt eben gedacht, Let's Play-mäßig mache ich jetzt eben noch diese Nebenquest mit Lebel. Ich glaube, das waren 5 Kapitel oder irgendwie so, sodass man halt sein Detektivassistent wird oder sein Partner halt. Und ansonsten, wenn ich das geschafft habe, dann fange ich mir nur noch mehr die anderen beiden legendären Pokémon, die es hier noch gibt. Das legendäre Z-Pokémon, also quasi was das Trio mit Xeneas und Yveltal bildet. Das versteckt sich nämlich in der Omega-Höhle, was ich weiß, aber auch erst nach den Top 4. Und dann gibt es noch ein anderes legendäres Pokémon aus der ersten Generation. Das findet man dann in dieser anderen Höhle im Pokémon-Dorf, wo der eine Typ da immer mal davor stand. Aber das hat ja wie gesagt noch Zeit. Jetzt muss ich mir hier erstmal die Notizen durchlesen. So, Lebels Notizbuch, ein neuer Auftrag. Auftraggeber, Repräsentantin von Mama e.V. in Illumina City. Auftrag, die Kinder von Illumina City verbringen neuerdings viel Zeit in einer dunklen Gasse. Als besorgte Mütter müssen wir wissen, was sie dort treiben. Mein lieber Junge steht doch ganz kurz davor, die Aufnahmeprüfung für eine renommierte Schule für Astrainer zu machen. Da kann ich es natürlich nicht zulassen, dass seine Schulakte mit einem Makel befleckt wird. Bitte unternehmen Sie etwas, damit die Kinder nicht mehr in dieser dunklen Gasse herumhängen. Belohnung sollte für eine Woche Lebensunterhalt reichen. Interessant. Kapitel 2, die Gassenkinder. Hast du meine Notizen gelesen? Prima. In diesem Sinne, Alex, ich möchte, dass du die besagte Gasse in Illumina City aufsuchst und dort mal nach dem Rechten siehst. Warum nur drücken sich die lieben Kinder allerdings dort herum? Diese Frage müssen wir nachgehen. Soweit die Fakten. Was sagst du, Partner? Du hilfst mir doch bei dem Fall? Ja, klar doch. Wunderbar, Alex. Es gibt jede Menge Seitenstraßen in Illumina City und in einer davon müssen die Kinder stecken. Lass mich mal scharf überlegen. Meine langjährige Erfahrung, meine Spürnisse sagen mir, dass die Gasse, die vom Südring abgeht, äußerst verdächtig ist. Vielleicht beginnst du dort mit deinen Ermittlungen, ich bin nur einen Schritt hinter dir, keine Sorge. Ach ja, noch was. Ich schreibe die Lage aller Seitenstraßen in mein Notizbuch, das sollte dir auf jeden Fall helfen. Ich zähle auf dich, Alex, und die dunklen Gassen von Illumina City erwarten dich. Ey, warum kann der Typ mir nicht einfach sagen, wo die Gassen sind? Nein, der schreibt alles in sein dummes Notizbuch rein, das ist auch ein bisschen komisch. So, Lebel ist Notizbuch, die Seitenstraßen von Illumina City. Südring neben dem Restaurant Solala. Nordring gegenüber dem Illumina Galette Stand.
Nordring gegenüber von dem Bahnhof von Illumina. Nordring neben dem Café Kuku. Okay, naja gut. Aber er hat gesagt, er findet gerade die beim Südring verdächtig. Na, schauen wir mal. Ich kann jetzt auch nicht mehr genau sagen, wie lange das jetzt noch gehen wird, dieses Let's Play. Und übrigens hier dieses Büro von Lebel findet man eigentlich eh relativ einfach. Und zwar, wenn man zum Pokémon Center am Nordring fliegt, das hier vorne ist, braucht man einfach nur noch mehr die eine Gasse hier reingehen. Also, das ist gegenüber vom Tor, das zu Route 14 führt. Muss man einfach hier rein, weil wie gesagt, hier ist das Pokémon Center. Hier. Und dann braucht man gar nicht dieses scheiß Taxi nehmen. Dann kann man einfach hier in die Gasse rein und da ist schon das Büro von Lebel. Also, das dumm, dass ich das nicht vorhin schon gewusst habe. Also hier gegenüber vom Tor zur Route 14, ganz einfach. Und er hat jetzt gesagt, die Seitengasse, die vom Nordring abgeht, beziehungsweise hier am Nordring sind ja auch welche, beziehungsweise und am Südring eben die eine. Das ist jetzt wieder die Frage. Seitengassen, das sind jetzt welche, die wirklich solche Art Sackgassen sind. Hier zum Beispiel. Eigentlich habe ich ein festes Reiseziel vor Augen. Achso, nee, aber hier glaube ich. Genau, das hier ist so eine Seitengasse. Jetzt nur die Frage, sind hier Kinder oder sind hier keine Kinder? Nee. Nö, hier sind schon mal keine Kinder, aber die müssten irgendwo hier wohl sein. Okay, so komme ich vor mal mit dem Fahrrad, bin ich schneller. So, Südring, genau, Südring. Hat er gesagt, gerade die Seitengasse, die es hier gibt, ist irgendwie ein bisschen sehr verdächtig. Findet er zumindest. Hoffentlich finde ich die jetzt auch. Wo könnte die sein? Hier, glaube ich, oder? Ist das hier? Nee. Er hat gesagt, beim Café Solala. Was ist das überhaupt für ein Name für ein Café? Café Solala? Das schmeckt der Kaffee wohl auch so lala, ne? Also weder gut noch schlecht oder irgendwie so ähnlich. Dann, hier, oder? Nee, Moment. Das ist jetzt aber... Nee, das ist jetzt nicht die Seitengasse, die ich meine. Die führt mich wieder nur zu irgendeinem komischen Place... Was weiß ich? Place Rose? Place Zürn oder so? Ah, hier! Ah, seht mal, da sind die Kinder ja. Hab sie gefunden. Hä? Wer zum Gucker bist du? Das hier ist unsere Geheimbasis. Wenn du rein willst, musst du mich meinen Pokémon-Kampf schlagen. Okay. Na schön, auf deine eigene Verantwortung. Ich bin nicht ganz schön stark. Jetzt darf ich auch noch gegen die kämpfen. Eine Rossung von Vorschülerin Allison. Und sie hat ein Quiekel. Quiekel. Oh, das ist irgendwie auch voll süß, voll putzig. Dann entwickelt es sich zu einem dicken, fetten Teufel und noch zu einem viel fetteren Mammut. Wow, Level 53, das hat sich noch nicht entwickelt? Ist doch ein Witz, oder? Okay, Surfer, auch wenn es ein Eis-Pokémon ist, ist es ja Eisboden. Und deswegen auch schwach gegen Wasserattacken. Tja, ja. Muss man alles wissen. Als nächstes ein Mobile. Okay, da lasse ich kurz mal draußen. Voll das Bonsai-Bäumchen. Das war ja eines der ersten Generations 4 Pokémon, das mal vorgestellt wurde. Und das ist ein Gesteins-Pokémon und kein Pflanzen-Pokémon. Also ist der Surfer wieder sehr effektiv. Oh, yes. Und nein, schon wieder diese scheiß Robustheit. Ich hasse diese Attacke. Jetzt bringt es sich mit Risiko-Tackle um. Passt auf. Und der Rutsch, das hat es besiegt. Vollidiot. Und damit habe ich gewonnen. Und Lapras ist Level 45, ein bisschen gelevelt habe ich auch noch. Wow, Wahnsinn, ein richtig starker Trainer. Ja, im Gegensatz zu dir. Du bist ganz schön stark, das mag ich. Ich werde dich jetzt in unsere Basis lassen. Ja, jetzt muss ich hier alle besiegen, ne? Menno, auf meine kleine Schwester ist aber auch echt kein Verlass. Ich bin der nächste Gegner. Wenn du fliehen willst, dann besser jetzt. Oder glaubst du etwa, dass du gegen mich und meinen Pokémon eine Chance hast? Ja, klar doch. Du vorlaute Person, du wirst noch bereuen, es bereut zu haben, es zu bereuen. Los geht's! So, wieder eine Vorschülerin, diesmal Vorschülerin Paula, und sie hat nur ein Fluffeluff. Fluffeluff ist, glaube ich, doch jetzt mittlerweile auch ein Fee-Pokémon geworden, oder? Ich glaube schon. Ach, egal. Surfer no Jutsu! Zack! Hahaha! Also egal, was für ein Typ es war, ich hab's besiegt. Ah.
Oh je, du bist ja super stark. Ganz genau. Hahaha, du scheinst es echt drauf zu haben. Aber ob das gegen mich reicht, finde es raus. Das hier ist unser eigenes kleines Paradies. Geh nach Hause und lass uns in Frieden. Nee, ganz sicher nicht. So, wenn einmal hier ist Schülerin Amanda. Und sie hat ein Galopper. Weil wenn wir das falsch ausspielen, dann ist das Galloper. Das klingt irgendwie voll blöd, ne? Nee, das heißt schon Galopper. Ein Feuerpferd. Okay, Surfer, dann ist es weg. Vor allem bitte Level 53 und mein Quajutz ist Level 78, also ja, keine Chance hier. So, und jetzt sogar schon Level 79. Ich werde immer stärker und stärker. So, was noch? Ein Matrifol. Das war doch ein Pflanzen-Pokémon. Nee, Käfer, glaube ich. Es war Käfer. Egal. Glurak, du bist dran. Aber ja, so Pflanze, oder war das nicht? Nee, ich glaube, das war sogar Pflanze-Käfer oder so ähnlich. Auf jeden Fall, das ist schwach gegen Feuerattacken. Ja, genau, das ist dieses Fieder. Flammenwurf. Und Monaco ist auf Level 66. Und jetzt hat sie noch... ein Kingler. Da wechseln wir sofort wieder aus auf Chevrum. So, zu Chevrum muss ich auch noch was dazu sagen. Das hat nämlich auf Level 60 durch Level Up eigenständig Erdbeben gelernt. Also eine der allerstärksten Bodenattacken habe ich ihm natürlich beigebracht statt der Dampfwalze. Und per TM habe ich ihm auch noch beigebracht den Energieball und Stromstoß kann es auch lernen. Ist auch irgendwie eigenartig. Das ist eine Elektroattacke, die Rückstoßschaden verursacht, aber nicht unbedingt sehr viel. Aber in dem Fall, ja, ich könnte euch die gleich mal vorführen. Stromstoß! Oh, es macht Schutzschild. Fiesmann! Ist sehr gemein. Na gut, so, aber jetzt nochmal, Stromstoß! Nicht schlecht. So, und das bisschen ist halt Chef immer leider Schaden durch Rückstoß. So, das macht Slam. So, und jetzt machen wir noch den Energieball. Nein, nicht schon wieder. Mann, ey, Schutzschild in einem Einzelkampf zu verwenden ist lame, aber total. Energieball, verdammt nochmal! So, und natürlich trägt mein Chef um die Wiesentafel, die verstärkt Pflanzenattack nochmal um 20%. Und Level Up, Level 63, geil. So, und Glurak ist Level 70, oh yeah. Es bringt nichts, ich habe nicht das Gefühl, gewinnen zu können. Puh, du bist wirklich ganz schön stark. Na gut, dann will ich dich durchlassen. So, und du bist wohl der Letzte hier, hm? Nicht doch, wie, wo, was? Was mache ich denn jetzt? Oh je, oh weh, du willst wohl wirklich rein, was? Ja. Natürlich willst du das, war ja klar. Tja, dann muss ich wohl kämpfen. Eine Rohrzone von Schüler Peter, oder auch Peter. Und er hat ein, mein Gott, er hat ein Krippbuck. Alter, wie hässlich das aussieht. Krippbuck ist ja eines der wenigen Pokémon, die überhaupt keine Typschwäche haben, weil das Geist Unlicht ist. Ja, egal. Surfer. Finsteraura. Tja, das kann ich selber auch. Ja, nicht so effektiv, ist schon klar. So, hier, ich zeig dir auch mal meine Finsteraura. Und ich hab's besiegt. Ich finde, das sieht so kacke dumm aus. Aber das war's ja auch schon wieder. Nun, mit mir als deinem Gegner war das ja nicht anders zu erwarten. Oh je, ich wusste doch, dass ich verliere. Jetzt kann ich nur noch Flauschi raushauen. So, und hier hinten? Oh, da ist er ja. Tut mir leid, nicht so ungut. Ich wollte wirklich früher hier sein. Und Alex, hast du etwas herausgefunden? Na du, was war das denn eben? Das kam doch von weiter hinten in der Gasse. Miau! Moment, das ist doch ein Pokémon, aber so wie es uns Menschen bedroht, scheint es nicht sehr freundlich zu sein.
Ist das vielleicht hier sein Territorium? Du hast es erfasst, Alter. Was? Wer war das eben? Wer ich bin, fragst du? Viel wichtiger ist die Frage, wer dieser kleine Schnuckiputz hier ist. Sein Name ist Flauschi, den Namen habe ich ihm gegeben. Miau! Ach, dann ist das also dein Pokémon? Wärst du so gut, das in seinen Pokéball zurückzurufen? Hä, in seinen Pokéball? Wie bitte? Ich bin Flauschis Freundin, nicht sein Trainer. Ich habe kein Geld für einen Pokéball, also bin ich auch kein Trainer, klar? Aber Flauschi und ich sind auch so Freunde. Verstehe. So ist das also. Nicht so ungut. Ich bin Lebel, meines Zeichens Detektiv, und das ist mein Partner Alex. Wenn die Frage gestattet ist, was genau macht ihr hier eigentlich? Nun, wir spielen hier. Ist es nicht offensichtlich, dass sie sind alles meine Freunde? Wieso fragst du das? Möchtest du mitspielen? Was? Nein, nein, und nochmals nein. Das kannst du nicht machen, Boss. Das ist eine Geheimbasis nur für Kinder. Mit dem Alten wollen wir nicht spielen. Miau! Kommt schon, ihr beiden. Jetzt seid mal keine Spielverderber. Wir schließen niemanden aus. Na schön, dass ich hier nur brav spiele, ist mir inzwischen klar geworden. Aber warum müsst ihr das ausgerechnet in so einer dunklen Gasse tun? Illumina sieht ja jede Menge schöne Plätze, da seid ihr ja wenigstens in der Sonne. Ach, ist das so? Flauschi und ich haben hier schon immer gelebt, daher habe ich wohl nie darüber nachgedacht. Du lebst auf der Straße? Was ist denn mit deinen Eltern? Die sind nicht mehr da, ich bin allein. Verstehe. Oh, aber Flauschi kann ja meine Familie sein, immerhin leben wir schon eine Weile zusammen. Ich hab's. Ich bin ja nicht umsonst genial und Detektiv, auf Lebel kannst du dich verlassen. Junges Fräulein, warum ziehst du nicht in mein Lebel-Büro ein? Du könntest tagsüber als meine Assistentin arbeiten und nachts dort schlafen. Ich selbst übernachte im Hotel, von daher wirst du nach der Arbeit ungestört. Hä? Ich kann schon verstehen, dass du die Freiheit hier in der Gasse genießt, man gewöhnt sich wohl dran. Aber sicher hättest du gerne ein Dach über dem Kopf, wenn es stürmt und regnet und schneit und kalt ist. Täglich Arbeit zu verrichten, die dem Gemeinwohl dient, das ist auch nicht gerade das Schlechteste. Also keine Sorge, alles wird gut, glaub mir, überlass das einfach dem guten Lebel. Und auch du, Flosch über dein Name, du kommst natürlich auch mit, klarer Fall. Nanu, was hat das zu bedeuten, wieso läuft Flosche davon? Naja, Flosch ist recht ängstlich. Es ist generell etwas menschenscheu, aber Erwachsene mag es gar nicht. Hör mal, Lebel, Herr Lebel, dein Angebot freut mich wirklich, ehrlich, aber ich kann es nicht annehmen. Flauschi gefällt es hier bestimmt besser und ich kann es unmöglich allein lassen. Nicht so voreilig. Also muss ich nur dafür sorgen, dass dein Flauschi mich mag, oder? Dann ist das doch kein Problem, dass ich ein Erwachsener bin. Und ich habe meinen Partner hier, auf den ist immer Verlass. Partner? Du machst das schon, Alex. Freunde dich doch bitte mit Flauschi an. Okay. Ja, dann würde ich aber mal vorschlagen, das reicht doch für diesen Part hier. Hier ist ja sonst eh nichts und niemand mehr. Das ist nur die Frage, wo finde ich dieses Flauschi wohl? Naja. Ich werde jetzt mal den Part beenden. Oh, erstmal kriege ich eine Nachricht auf dem Holo-Log noch. Okay, die gucken wir uns noch an. Alex, ein paar Kinder haben mir einige sehr nützliche Hinweise verraten, die dir weiterhelfen könnten. Erstens, Flauschi lässt sich nicht gerne von Unbekannten anfassen. Zweitens, Flauschi geht häufig in Seitengassen spazieren. Die Gassen findest du auf dem Nordring auf der gegenüberliegenden Seite vom Galettstand, gegenüber von dem Bahnhof von Illumina und neben dem Café Cuckoo. So, das wäre alles. Dann drücke ich dir mal die Daumen. Ah ja, also in irgendeiner von diesen Seitengassen wird es dann wohl sein. Okay, so, hier war doch, glaube ich, noch das Pokémon Center irgendwo. Dann will ich nämlich noch ganz kurz meine Pokémon heilen und dann mache ich aber Schluss. So, hier auf der Ecke ist das. Ja, es sieht zwar anfangs, glaube ich, noch nicht so spannend aus, aber ich hoffe, das wird sich noch etwas besser entwickeln. Mit der ganzen Sache hier. Okay, gut, das war's. Dann, Leute, also sorry, dass ich so viel gelabert habe, dass ich so viel erzählt habe, aber hey, das müsste einfach mal sein, damit ihr euch, wie gesagt, auskennt. Und ja, wie gesagt, im nächsten Part, da geht's dann weiter auf die Suche nach Flauschi. Also, bis zum nächsten Mal bei Pokémon X. Macht's gut, Leute. Ciao.